Cem! Fährst du? Ich muss filmen. Lange schon, oder? Ja, immer am Start. Gib mal an. Bro, du musst echt mal Schulter und Nacken trainieren. Scheiße, Bro. Heute aber, oder? Heute ist der Tag. Premiere! Einer von euch hat letztens nämlich geschrieben, er soll mal Schulter und Nacken trainieren und heute ist die Premiere. Es ist jetzt sein erstes Schultertraining in seinem ganzen Leben. Let's go. Jetzt trainieren wir Schulter, Leute. Also was wichtig ist jetzt beim Schulterdrücken, Leute, geht es nicht zu hart ins Hohlkreuz und drückt die Ellbogen nicht nach hinten, weil sonst macht es nichts anderes wie schon fast Shakebank. Ja? Ellbogen am Körper halten und vorbeiführen und nicht wegdrücken. Ja. Dann eher aufrecht bleiben mit dem Körper, nicht zu stark ins Hohlkreuz. Den Fehler, den auch glaube ich viele machen, ist, dass sie einfach nicht ganz runtergehen. Ja, dass sie so im rechten Winkel bleiben. Das müssen wir aufnehmen. Okay, das sollten wir schon dann so sagen. Aber einfach ganz runter. Das gehört zu jeder Übung. Ja, full range of motion. Jede Übung. Da wolltest du die ganzen Gains abholen, oder? Wie viele Sätze zu wie vielen Wiederholungen machst du? Mach ich 4x10. Okay, 4 Sätze also, zu je 10 Wiederholungen. Weil wenn ihr so viel bessere Schultern habt, dann braucht ihr kein Schultertraining. Jeder hat doch mehr Schulter und Nacken als du. Oh, ich weiß. Ich müsste es mir nicht unter der Nase rein. Also Leute, nochmal für euch. Kein starkes Hohlkreuz, ja, ein leichtes Hohlkreuz ist auf jeden Fall okay. Und wirklich, schaut es das von Matthias an, er geht wirklich ganz runter, Leute, und macht die Full Range of Motion. Die Ellbogen oben müsst ihr nicht ganz durchstrecken, aber ihr solltet wirklich fast ganz rauf gehen und ganz runter gehen. Wichtig ist auch wieder, wie beim Bankdrücken und beim Schrägbankdrücken, fester Stand, Leute. Schaut mal, der Matthias zappelt nicht herum, da hat er wirklich eine Körperspannung und kann gut arbeiten. So Freunde, unser Schultertraining. Der Matthias macht Kurzhantel, Schulterdrücken und Seitheben und ich mache Military Press, also Overhead Press und Seitheben. Wichtig ist für uns, dass wir auf jeden Fall eine Drückübung haben im Schultertraining. Viele machen den Fehler, dass sie keine Drückübung als Schulterübung haben, sondern sich nur auf Seitheben konzentrieren. Den Fehler machen wir nicht. Wichtig ist uns eine Drückübung, ja, ich Military Press, der Matthias Kurzhantel, Schulterdrücken und Seitheben. Das sind unsere beiden Schulterübungen im Push-Training. Für die hintere Schulter, Leute, das machen wir im Pull-Training. Also das haben wir heute nicht drin, ja, weil die hintere Schulter auch sehr bei Ruderübungen beansprucht wird. Ich mache jetzt Military Press, meine Drückübung, meine erste Schulterübung. Das erste, fester Stand, schulterbreiter Stand, ja, nicht zu breit, nicht zu eng, fester Stand, nicht herumzappeln. Das zweite, spannt richtig schön euren Arsch an. Das Hohlkreuz macht nicht ein zu starkes Hohlkreuz, ja, also ein leichtes Hohlkreuz ist relativ normal, aber trotzdem spannt euren Arsch an und kein zu starkes Hohlkreuz machen. Das nächste ist, Leute, die Handgelenke. Schaut nicht, dass ihr die Handgelenke so habt. Erstens ist es ungesund und zweitens geht eure Kraft sozusagen an der Stange vorbei und es ist definitiv schwächer. Schaut, dass ihr die Handgelenke wirklich gerade habt und dass, ja, dass der Unterarm wirklich unter dem Gewicht ist.
Ich mache 4 Sätze, Leute, zu 8 Wiederholungen und später beim Seitheben gehe ich dann auf mehr Wiederholungen. Ja. Wichtig ist auch, wenn ihr runtergeht, könnt ihr den Kopf ein bisschen nach hinten bewegen und wenn ihr raufgebt, zack, könnt ihr den Kopf wieder durchstrecken. 5 Sätze, 10 Wiederholungen, Seitheben. Ganz wichtig, bei 90 Grad aufhören. Alles darüber arbeitet nur noch mehr der Nacken. Ich sehe den Fehler ständig. Da ist Stopp. Ich finde, dass sehr viele Leute bei Seitheben zu viel Gewicht nehmen und einfach viel zu sehr mit Schwung arbeiten. 90% aller Leute Seitheben falsch machen. Also man muss mal wissen, dass die seitliche Schultermuskulatur von hinten ansetzt und leicht nach vorne geht. Also macht es auch Sinn eigentlich, die Arme leicht vorne zu halten und den Ellbogen immer rausgedreht haben, sodass am höchsten Punkt der kleine Finger oben ist. Wenn jemand jetzt ein Problem hat mit der Körperhaltung, dass er leicht zusammennickt, dann sollte er lieber aufrecht sitzen im Stand. Ansonsten kann es noch zu Problemen führen. Okay. Also wenn ihr von euch selber meint, ihr habt eine gute Körperhaltung, jetzt leicht die Arme nach vorne ausstrecken mit bis 90 Grad. Und leicht eindrehen. Bezüglich sitzend oder stehen, Leute, da könnt ihr variieren. Ich finde es sitzend oft besser, weil man dadurch noch weniger cheatet. Ja? Also viele Leute, die stehen, arbeiten dann noch mehr mit Schwung. Im Sitzen ist das nicht ganz so möglich. Und was der Matthias noch gesagt hat, das mit dem Arme eindrehen. Denkt wirklich, Leute, wenn ihr die Arme, wenn ihr die Hand dann rauf bewegt, ja, dass ihr oben am obersten Punkt, als würdet ihr so ein Wasserglas ein bisschen ausleeren. Weißt du, was ich meine? Jo. Das heißt, ihr geht rauf. Und dass der Arm dann nicht so ist, sondern ein bisschen eingedreht, als würdet ihr wirklich einen... Und ihr könnt den Arm leicht vortun. Also ihr müsst ihn nicht parallel haben. Das bedeutet, nicht über 90 Grad gehen, das reicht. Ja. Und oben die Hand nicht so haben, sondern sogar leicht eindrehen, als würde man so ein Wasserglas ausleeren, Leute. Ich würde empfehlen, seitdem mindestens 10 Wiederholungen zu machen. Ich bin der Fan so 10, 12, 15. Und ja, beim Gewicht, Leute, achtet wirklich Technik, das ist das Wichtigste. Und erst auf Punkt 2 ist das Gewicht, wie bei jeder Übung. Noch ein Tipp, Leute, versucht die Schulterblätter unten zu lassen, also nicht nach oben rotieren, weil wenn ihr den Move macht, rotiert sie automatisch nach außen, ohne dass die Schulter überhaupt arbeitet. Schulterblätter nach unten ziehen und dann rausdrücken, raufziehen. Ja. Also Leute, nicht zuerst die Schultern raufziehen und dann arbeiten, sondern unten lassen, Leute, und schön arbeiten. Geht. Man kann Seitheben richtig geil machen, Leute, dass man es auch richtig gut spürt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das alle immer irgendwie machen und nur schwingen, Leute, wenn ihr euch wirklich darauf konzentriert, was wir euch für Tipps geben. Wenn ich wirklich auf die Ausführung konzentriert, auf den Muskel konzentriert, dann ist Seitheben eine der besten Übungen, wirklich.
Vorne, ich muss euch jetzt aus der Facebook-Gruppe, aus der Army-Gruppe zeigen, was für geile Rezepte da gepostet werden. Ich sitze gerade mit dem MacBook, weil es werden echt so gute Sachen gepostet da drin. Für den Shredded Army Fotos. Hier Leute, das ist Foodporn vom Feinsten. Philipp Lutz, er meint 370 Kalorien. Also da werden geilste Sachen gepostet, echt. Pizza Margarita kochen die Leute. Dann vor dem Training, Leute, Dinkelwaffeln. Also ich finde das geil, dass alle, die in der Gruppe sind, die ganze Zeit die Rezepte posten und posten, was ihr esst und euch gegenseitig hilft, Leute. Das finde ich richtig, richtig cool. Oder heute in der Früh hat der Kevin mein Rezept abgeändert und der ist gerade in Phase C von Fit and Shredded, schreibt er, boah Leute, oh mein Gott, mit Kakao, Himbeeren, Hammer. Was schreibt er? Ja, ich habe einen Haferflockenboden in dem Rezept, aber er macht einen Bohnen-Muck-Cake. Die Kidneybohnen als Zutat, weil sie weniger Carbs haben als Haferflocken, aber mehr Protein, ja. Das ist in Phase C von Fit and Shredded, meint er. Hilft das vielleicht vielen? Und sowas finde ich den Hammer, wenn ihr sowas postet. Ich hätte generell nicht gedacht, Leute, wir sind mittlerweile über 300 Leute allein in der Fit and Shredded Army Gruppe. Ja? In der Line Massive Army sehen wir nicht ganz so viele, bisschen weniger. Das ist so geil, was da abgeht. Also ihr postet die ganze Zeit die Rezepte, Leute. Jeder Post wird kommentiert. Also wir helfen uns gegenseitig, egal ob es Ernährung gibt, wenn es Fragen gibt zum Buch, ja. Alles, was es gibt, wenn es Tipps gibt, ja, finde ich das den absoluten Hammer, was da zurzeit abgeht. Und ich bin extrem stolz auf diese Army-Gruppe. Ich bin stolz, wie wir uns da gegenseitig helfen und uns einfach, ja, bei unseren Zielen helfen. Es macht doch viel mehr Spaß. Ich finde, dieser ganze Sport macht viel mehr Spaß und die Ernährung, wenn man das so gemeinsam macht. Und jeder, der hier was Cooles kocht, postet das dann rein, dann kommentieren die anderen was. Man gibt sich gegenseitig Tipps, also diese Facebook-Gruppen von den Büchern Fit and Shredded Army und Lean Massive Army finde ich an dem ganzen Buchding und an unserer ganzen Community zurzeit das Beste überhaupt, das Geilste. Und ich merke auch, wie euch das extrem hilft. Oder es wird auch geschrieben, wenn man einkaufen geht, Leute. Ja, also es wird wirklich alle Fragen werden. Hier habe ich jetzt ein Chest Pump Video in die Gruppe gepostet. Also ich poste auch manchmal Dinge in die Gruppe, die ich sonst erst etwas später poste. Ich werde das heute noch auf Instagram hauen. Wie auch einfach Gas gegeben wird, Leute. 89 Kilo, 85, 83. Also wir rocken das als Team und ich bin stolz darauf. In den nächsten Videos, Leute, werde ich euch auch eine neue Transformation von Fit and Shredded vorstellen, die unglaublich ist für mich. Ja, das ist der absolute Hammer, was da für eine Arbeit gemacht wird, wie die Leute das durchziehen. Andreas Fechner, ja, der macht jetzt auch Fit and Shredded. Leute, gebt euch diese unfassbare Form. Also auf diese Transformation bin ich so gespannt. Leute, wir rocken das so geil, die ganze Community gerade. Ich bin enorm stolz auf, ich kann es nicht oft sagen. Und wie das in den Gruppen ist, ich glaube, das hilft wirklich jedem, der diesen Sport macht, hilft so eine Gruppe extrem. Wie wir uns da gegenseitig pushen, uns Rezepte posten, Fragen beantworten, der Hammer, Leute. Deswegen, ich würde euch wirklich objektiv empfehlen, arbeitet mit unseren Trainingsplänen, mit unseren Ernährungsplänen, mit unseren Supplementplänen, also den Büchern, da ist alles drin, was ihr braucht. Ja, ich sage das nicht nur so, ich bin davon komplett überzeugt, auch Fortgeschrittene. Ich selbst, Leute, habe ich oft gesagt, ich arbeite genau mit diesen Büchern. Ja, meine Ernährung, mein Training ist das. Deshalb stehe ich da auch so dahinter, Leute, weil ich damit arbeite. Ja, ich kann euch empfehlen, holt euch die Bücher, arbeitet damit und kommt in unsere Army-Gruppe und rockt mit uns das. Und ihr werdet viel mehr Spaß haben, ihr werdet viel mehr Erfolge haben. Und wir sind einfach ein Team, Leute. Und das merke ich gerade, wir sind wirklich ein Team. Wir wachsen da zusammen und das ist einfach nur geil. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich freue mich einfach auf euer Feedback. Ich freue mich auf einen Daumen nach oben. Wenn euch das Video gefallen hat, finde ich immer cool. Ihr seid die Besten, Leute. Wir sind die Besten. Fit and Shredded Army, Lean Massive Army und auch alle anderen, die dabei sind, Leute. One Team. Peace, bis zum nächsten Video. You running off, my hands are tied. You coming back, my hands are tied now. We're making love, my hands are tied. I'm waiting on you, trying to play, but my hands are tied now. You're running off, my hands are tied. You coming back, my hands are tied. We're making love, my hands are tied. I'm waiting on you, trying to give, but my hands are tied now. Tapped out, on the scene. Throw some checks, we're gonna branch out. On the real, yeah, yeah. And I got myself a new dummy. Call my guy for more money. And as long as I don't be running, yeah.
things are not gonna get ugly. And I promise you that I'ma cash out. You know me. Throw some checks, we're getting racks now. On the real. Roll away like I'm in France now. C'est la vie. Rock the boat like it'll capsize. Getting wet, we're getting baptized. Ooh, oh, like I'm Balotelli.